Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play DayZ. Mit dabei heute wieder die Schweizer Gebirgsmarine, der Blacky und der Wigo. Wigo natürlich hier wieder mit seinem schönen Helm. Hallo Wigo. Hallo. Lass dir die Hand reichen. Hallo, hallo alter Freund. F1. F1 wäre es gewesen. F1 nicht hinsetzen. Ah, genau, howdy, Blacky, was geht? Muss ich nicht umdrehen, kein Problem. Ja, liebe Freunde, wir wollen heute dahin, warte mal, ich muss mal eben kurz hier meine... So, da wollen wir als erstes hin, und zwar ist das eine Burgruine. Ich habe erst gedacht, das wäre Black Castle, aber dafür sind wir ein bisschen weit davon entfernt. Und dann wollen wir uns auch machen nach Vishnoye, das ist die Stadt da hinten. Und das liegt heute auf dem Plan. In der letzten Aufnahme, beziehungsweise in der Aufnahme, die wir machen wollten, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, haben wir versucht, diesen Bach da unten, den man da unten jetzt sieht, dreimal zu überqueren, und dreimal war beim Überqueren des Baches der Server weg. Also sind wir hoffentlich ganz guter Dinge, dass wir heute da drüber kommen. Und ich würde vorschlagen, Mädels, wir legen auch direkt los, oder? Jo. Auf geht's. Hier irgendwo müsste gleich ein Weg kommen. Ich nehme an, das ist der hier. Wobei, eine betonierte Straße dürfte es nicht sein. Auf jeden Fall müsste hier irgendwo ein Weg sein, der uns auch zu diesem, zu dieser Ruine herführt. Da vorne geradeaus, bei diesem Haus, geht ein Weg hoch. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ja. Hier ist übrigens die Stelle, wo wir dann beim letzten Versuch probiert haben, über den Bach zu kommen, was aber leider Gottes irgendwie nicht hingehauen hat. Irgendwie waren uns sämtliche Server nicht so... Oh, hier ist nass. Waren uns sämtliche Server nicht gewogen. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Stück ausprobiert und nö. Ging nicht. Wobei, ich glaube, das war wahrscheinlich ein Problem von ihrer Seite und nicht von Server Seite. Ja, das ist natürlich gut möglich. Führt der Weg überhaupt weiter? Muss ich mal eben kurz kicken hier. Also ich meine, hier führt so ein kleiner Trampelpfad hoch zu dem Häusle. Ich gehe mal kurz für kleine Jungs, ja? Ja. Tut's gut. Oh, herrlich. So. Wo läuft der eigentlich? Ich hol mal die Hütte. Ah, hallo. Wigo, komm mal hier hin. Hast du Toilettenpapier dabei? Ja. Hier. Ah, danke. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Warte, mach die Tür wieder zu. Ein bisschen Privatsphäre muss sein. Ah. So. Ja, schön. Leider fehlt hier ein bisschen die Spülung, aber egal. Ich komme... Ah doch, ich komme wieder raus. Schweinger. Wigo, ich würde da jetzt nicht drauf gehen. Ist, naja. Nicht empfehlenswert. So, gibt es hier irgendwie einen Weg, der weiterführt? Nee, ne? Nö. Ich glaube, wir müssen auch noch... Was ist hier? Einfach mal nichts. Nix. Auch schön. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall... viel weniger. Okay, wir müssen uns etwas weiter den Berg hocharbeiten, glaube ich. Da führt auf jeden Fall so ein kleiner Trampelpfad hoch. Wobei, eigentlich könnte man natürlich auch straight drauf loslaufen, ne? Mal eben kurz gucken, wo ist denn die Burg? Ich denke mal, die wird so die Richtung haben. Dann latschen wir mal am besten... Oh! Hier ist noch ein Rentierstand, da düse ich mal gerade rein. Vielleicht finden wir da was Praktikables. Und was gibt's hier außer nichts? Außer nichts. Es gibt einmal nichts. Ist der Wahnsinn. Ja, ach, hier ist der Trampelpfad. Seht ihr mich? Da. Ah, sieht man irgendwo die Burg da oben? Nee, ne? Laufen wir mal hier so.
Seid ihr eigentlich alle hellgrün hydrated und so ein Gedöns? Oder? Ja, hydrated ist grün. Bei mir auch, aber sonst ist alles okay. Ja. Was heißt grün? Du. Dunkelgrün oder was? Ja, ja. Ah, okay. So. Ach, da oben ist ja schon. Die Ruine. Die hat bestimmt mit Sicherheit einen Namen, der mir jetzt aber gerade nicht einfällt. Aber was schön ist, da oben ist richtig cool die Aussicht. Also das ist schon... ist schon nicht ohne. Vigo, bist du noch irgendwo? Wo ist Vigo? Ach, da hinten. Vigo macht es schön auf gemütlich, ne? Der geht hier. Blacky stimmt schon mal direkt nach vorne. Lalalala. Wenn ihr jetzt mal hinter euch schaut, das, die Aussicht ist schon ziemlich fett, obwohl man jetzt noch nicht so besonders viel sieht, aber so durch die Bäume küsst, ist das schon nicht gerade ohne. Wo ist er denn da? Ey. Was prügelst du denn hier durch die Gegend? Was machst du da? Üben. Alles klar. Links und rechts und links und rechts und links. Ich glaube, wir gehen mal hier rum. Damit die Schläge dann auch sitzen, wenn ich sage. Ja, ja, okay, verstehe. Da ist eine Wurzel. So, spring da rum. Boah, du Luppen, ey. Warum springt ihr denn da nicht rüber? Ey? So. Ich klettere mal über die Luft. Ich guck mal, ob ich hier reinkomme, aber ich glaube, oder? Doch, ich komme hier rein, ne? Ja, haha. Hallo. Ach, der Vigo folgt mir. Sehr schön. So. Also, ich bin oben. Ja, wir auch. Ja, also wie gesagt, auf diese Türme kann man drauf, aber Vorsicht, die Treppen dahin, die sind manchmal ein bisschen tückisch. Muss man gerade schauen, so, hier gibt's Blumenerde, das ist natürlich ganz wichtig. Also wenn es geht, hier von den Treppen nicht runterfallen, weil das ist blöd. Aua. Oh, hier oben ist ein neuer Helm, Rigo. Yeah. Ah. Halleluja. Die Aussicht ist natürlich einfach nur pornös. Wo ist denn eigentlich mein Fernglas? Warum habe ich das denn nicht mehr hier drauf, da auf dem und das will ich da haben. So. Siehst du? Hallo, wo seid ihr? Was? Mein Helm. Ah. Hallo, wo seid ihr? Ich bin oben. Wir sind unten. Ah, da seid ihr ja. Herrlich. Ja, also die Aussicht ist natürlich hier sehr gigantisch. Ja. Genau, hier oben Mütze auf, sehr wichtig. Ja, und das ist die Stadt, beziehungsweise, also das Dorf, wo wir gleich rein wollen. Sieht ziemlich klein aus. Ja, da auf jeden Fall sehe ich einen Brunnen. Das will ich sehen. Was? Achso, ja. Ja, und da hinten, die Stadt... Boah, da muss ich jetzt ehrlich gesagt passen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Warte mal, wie schnell hier... Blacky macht schon wieder Trockenübung. Mit seinem Zielfernrohr. Ja, das ist auf jeden Fall irgendeine andere Stadt da hinten. Aber die Aussicht ist doch schon mal ganz schicki, oder? Die ist geil. Was ist da unten? Amen. Ich glaube, da waren wir auch schon. Schade, haben wir nicht so schön Wetter. Wieso? Dann würde man vielleicht noch mehr sehen. Ja, ja.
Ja, also wie gesagt, Aussicht hier von hier oben ist natürlich sehr geil, wenn man natürlich ein riesengroßes Snipergewehr hat, wie ich zum Beispiel. Aber, also, ich habe das Zielfernrohr, aber nicht die richtige Wumme dafür. Ich glaube, der Karabiner hat nicht so die super Reichweite. Aber, da kann man schon von hier oben das ein oder andere wegsnipern. Das ist schon ganz witzig. So, ich check nochmal eben kurz, ob ich irgendwelche Bewegungen in der Stadt sehe. Aber es sieht nicht danach aus. Nö. Nö. Ist da drüben auf dem Feld irgendwas? Wo? Oh, wo? Achso, da. Nee. Sehe ich jetzt nicht. Nee. Wo meinst du? Konkret? Oder hast du irgendwie was gesehen? Ja, das Feld, okay. Da bei diesen zwei Heuballen oder was, das ist links nebendran, ist irgendetwas? Links neben den zwei Heuballen? Wo sind die Heuballen? Ah ne, das sind Bäume. Da sind zwei Bäume ziemlich dicht beieinander und dann links ist etwas Kleines. Da sind zwei Bäume nebeneinander. Und dann Weg, der da runter führt. An dem Zaun oder was meinst du? Ja. Nee. Da links davon ist irgendwie... Bewegt sich zwar nicht, ja. Nee, also ich sehe jetzt hier aus dem Stegreif... Oh. Admin Server will auto restart in 1 minute. Alles klar. Dann sollten wir uns auf jeden Fall schon mal auf einen Restart gefasst machen, wenn ich hier dem Server glauben darf. In einer Minute wird der Server restart. Ah, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon wieder einen Restart haben. Heißt? Ja, das heißt, der Server schmiert gleich ab. Also dann kriegen wir wieder die Info hier, Server hat halt keine, oder antwortet nicht. Wenn man der Mitteilung unten links im Bildschirm glauben darf. Ich würde nicht so nah an den Rand gehen. Stellt euch mal lieber ein bisschen weiter mittig rein, ja. Nicht, dass ihr nachher irgendwo da spawnt und beim Spawn auf einmal runterbackt. Leggy. Ah, okay. Genau, komm mal hier ein bisschen weiter zu. Ja. Ja, das wäre natürlich... Nee, da falle ich sicher verrückt. Ich setze mich auch mal hin. Da, was ist? Admin Power, bla bla bla, okay. Ja, da bin ich immer gespannt. Das hatte ich auch noch nicht, dass unten eine Info kommt, oder ich habe es bislang noch nicht wahrgenommen, dass der Server neu startet. Aber wäre natürlich mal interessant. Höchst spektakulär momentan. Wir warten alle auf den Neustart des Servers. Mhm. Hat niemand Jahreskarten? Nein. Muss ich leider passen. Ist die Minute nicht eigentlich stumm? Könnte gut sein, ne? Geil, jetzt sitzen wir wie drei Bestellte und nicht abgeholt und warten, bis eine Minute lang der Server neu startet. Auch witzig. Ja, und wenn wir jetzt aufstehen und runterlaufen, kannst du sicher sein. Ja. Schmiert er ab. Das vermute ich nämlich auch. Jetzt? Nee, doch nicht. Wieso, meinst du, die Minute ist um, oder was? Nee, aber meine Leiste verschwand da gerade, das sah gerade so aus. Ach so. Schade, dass man sich die Chatnachrichten unten nicht nochmal anzeigen lassen kann. Also zumindest weiß ich nicht, ob das geht. Alter, wir sitzen noch jetzt länger als eine Minute hier. Ja, sicher. Okay, sollen wir das Risiko, wir gehen das Risiko ein, oder? Naja, gehen wir runter. Okay, gehen wir runter und ab in der Stadt und dann werden wir ja sehen, ob oder was kommt. So. Okay, ich bin unten. Bin unten.
gibt es wahrscheinlich auch nichts mehr zu holen. Ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir uns auf ins Städtchen. Wo seid ihr? Da ist der Blackie. Rigo? 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 Wo seid ihr? Ah, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Rechts, 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 ah. Rechts, 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 da. Hallo. Hallo. So, dann mal wieder bei euch runter hier, die Marie. Aber dann frage ich mich, da frage ich mich gerade, was das für eine Nachricht war, als der Server gesagt hat, hier in einer Stunde startet er neu. In einer Minute. Kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Aber na gut. Ihr seid hinter mir, nehme ich an, ne? Ja. Gut. Okay, teilen wir uns gleich wieder in der Stadt auf. Einer links, einer rechts, einer gibt Deckung. Ja. Okay. Wer macht was? Ich denke mal, ich werde euch decken. Und ich werde mal auch überlegen, ob ich das nicht sogar von hier aus tue. Beziehungsweise, ach nee. Wirklich, ich gehe mit in die Stadt. Ja, von mir aus. We go links, Blackie rechts. Okay. Wenn wir in die Straße reinkommen. Okay, Blackie? Jo. Alles klar. Das ist so aufregend. Ja. Ach, der Rigo, der läuft mir immer vor die Füße, du. Mann, ey. So, brauche ich irgendwas in meinem Rucksack? Rigo? Was machst du denn da? Hier vor die Füße laufen. Oh, ich könnte meine Flasche Wasser unterwegs mal auffüllen. Ja, ich habe auch eine leere. Okay. Oh, ich bin nicht mehr energized und nicht mehr hydrated, das ist nur noch dunkelgrün. Okay, also Rigo links, Blackie rechts. Ab dafür! Genau, ich renne erstmal zum Brunnen, beziehungsweise ich gehe einmal durch die Stadt. Und dann gehe ich nachher rechts hoch den Weg zu dieser Halle. Oh, Box of Nails, sehr wichtig. Auf jeden Fall, unbedingt. Schon überall die Türen auf. Ich denke mal, wir haben nicht die besonders großen Chancen, hier was Praktikables zu finden. Beschissene Jacke. Das ist doch kacke. Okay, ich bin am Brunnen. Flasche voll, toll. So, jetzt trinke ich noch mal eben kurz ein Schlöckchen. Okay, so, ich laufe jetzt hoch zu der Halle. Schon halt mal ein bisschen ausschaue, ob ich da was entdecke. Sehr wichtig, Box of Nails. Box of Nails ist ganz wichtig. Übrigens, man kann mit der Box of Nails aus dem Baseballschläger so ein, wie nennt man das, so einen Morgenstern machen oder so. Yep. Ah, cool. Das ging bei 7 Days to Die sogar. Ja? Ja. Okay. Konntest du Metallsplitter irgendwie da mit dem Schläger kombinieren? Okay. Achelkeule. Hä, hey, war ich nicht gerade in der Lagerhalle? Oder sah das nur so aus? Hm. Na gut, auf jeden Fall, ich bin den Weg rechts hochgegangen. Hier ist ein Combat Boot, Helm, also Mütze, Dingen, Kirchen, Teil da. Ah. Ich habe noch was zu futtern gefunden. Und... ich glaube, auf eine braune Jacke könnt ihr verzichten, ne? Viel gibt's hier nicht. Okay. Nein. Kleider, Kleider, Kleider. Okay, dann würde ich vorschlagen, dann packt euch mal die Taschen voll. Von wegen... Wasser und so? Oder haut euch mal kurz einen Snack rein, wenn er irgendwo im Haus steht? Leider ist eben nichts da. Brauchst du denn... ich habe Reis. Braucht jemand von euch eine IZH-18 Reifen? Eine IZH-18? Nee. Würde ich jetzt aus dem Stegreif sagen, brauche ich eigentlich nicht. Hm.
ich laufe jetzt mal wieder zurück. Ich bin rechts von euch im Wald. Aha. Oben auf einer Anhöhe. Hier gibt's sowas von gar nichts. Okay. Ja, dann ab wieder retour, ne? Seid ihr bis zum Ende der Stadt schon durch? Ich nehme jetzt das letzte Haus da, ja. Okay. Ich bin bei diesem langen Gebäude da. Bei der Halle. Okay. Ja, dann wenn ihr durch seid damit und nichts gefunden habt, dann kommt wieder retour zum Ortseingang. Ah ja, ich sehe euch. Ah, meine Mousing ist schwarz. Wunderbar. Matte Purification Tablets. Mhm. White Heart Test. Weiße Mütze. Ja gut. Arbeiter. Arbeitshelm. Wer auch weiß steht, ne? Also. Sledgehammer. Ich glaube, ich nehme den Sledgehammer. So nur wegen Triple H. Ja, wenn ihr fertig seid, dann... Jetzt gehe ich kurz noch zum Brunnen, dann esse ich meinen Reis, dann trinke ich voll und komme. Ja, okay. Wenn ihr aus der Stadt rauskommt, bitte einfach die Straße erstmal weiterlaufen. Ich bin dann links oberhalb von euch. Mhm. Gucken wir gerade nochmal eben was an. Okay. Sieht gut aus. Use the pump. Push the button. Eat. Okay. Ah, da ist der Blacky. Und Vigo ist gleich neben mir. Use the pump. I have a Atem von Van Ritze. Oh, Nota Cola? No. Nota Cola. Nota Cola. Ipsi. Hä? Ja, also. Oda. So. Okay. Gar nichts ist okay. Okay, wie weit seid ihr? Ich esse noch und dann bin ich fertig. Okay. Ach, und trinken muss ich auch noch. So. Ich bin wieder des helligen Grün. Sehr gut, sehr gut. Dann nehmen wir uns gleich am besten noch das Haus da hinten vor. Und folgen vielleicht der Straße. Denken wir, das wird das... Oh, also bitte. Ja, also... Oh, Contenance. Das kam von der Lunge. Achso. Boah, das ist schon krass, wenn du hier oben an dem Busch stehst. Du hast so freien Blick auf den Brunnen, ne? Ist schon echt herbe. Wenn du dich hier oben als Sniper reinlegst, dann kannst du die alle schön wegkleistern beim Trinken. Hm. Was ist das? Ein Stein. Okay.
So, wo seid ihr aktuell? Ortseingang. Okay. Ah ja, genau, ich sehe euch. Also die Straße am besten bitte weiter einfach geradeaus durchlaufen. Rigo, wo bist du? Ich bin bei Memo. Ah, okay. Die Straße einfach weiter, ganz normal weitergehen. Genau. Seht ihr schon das Haus direkt vor euch, was so an so einem Weg rechts hochgeht? Nö. Ah, ja. Mitten im Wald. Ja, ja, genau, das ist kurz vor so einem Wald. Oder in einem Waldstück, ja, wenn man so möchte. Da scheinen die Türen zu sein, heißt aber nichts. Ich hab'n Dietrich. So, ich guck nochmal kurz. Dann machen wir die Tür auf. Die Bergruine scheinen auch, da scheint keiner drauf zu sein. So, dann gehe ich jetzt mal hier. Hier hoch. Da geht er dann rechts hoch zu dem Haus. Wo bist du? Ich bin hinter euch. Aha. Ich glaube jetzt parallel zu euch den Berg hoch. Aber nicht Richtung Haus, sondern Richtung... eigentlich wieder zurück Richtung dieser Burg, aber ich laufe nicht ganz hoch. Was liegt denn da hinter uns? Eigentlich müssten wir, ich will ich gerade am besten, wenn wir uns ein bisschen an die Straße halten, von der ihr gleich gekommen seid. Denn wir müssten im Prinzip eigentlich wieder nach unten. Richtung Süden, also Richtung Süden. Ne? Was ist das hier? Okay. Ja, wenn ihr irgendwas Spektakuläres findet, ne? Ein Brunnen. Ein Brunnen, ja natürlich. Gehst du da rechts? In dieses Haus? Oder okay. In dieses? Egal. Ich gehe da. Okay. Ich bin rechts oberhalb von euch. Was ist denn das eigentlich da für eine Stadt? Das würde mich ja jetzt nochmal brennend interessieren. Hört mir das mal eben kurz reinpfeifen. Es gibt nichts. Ach doch, so viel. Ja. Ich öffne mal eben kurz die Map hier nebenbei. Mich würde das interessieren, ich will nicht wissen. Oder will, möchte nicht, dass wir in eine verkehrte Richtung laufen. Ich finde, von nichts haben sie viel zu viel reingetan. Das findet man überall. Ja. Ach, sieh an, im nächsten Haus, was ist? Nichts. Ja, wie kann denn das sein? Ich nehme das mal mit. So. Habe ich denn 9 war das, glaube ich, ne? 9 war das Fernglas. Oh, ja. Siehe da, nichts. Hä? Ach so, oh, ich bin noch weiter bis zum Umfallen. Ja. Was bist du umfallen? Kleider. Ach so. Was ist das denn bitte für eine Stadt? Wohin jetzt? Ja, warte, ich check mal gerade eben. Ich rufe mal gerade die Map auf. So, wir sind jetzt im Vishnuja. Ich würde jetzt... Ja. Also am einfachsten... Nee, das ist Mogilevka, ne, da wollen wir nicht hin. Okay. Alles klar. Das wird also Mogilevka sein. Okay. Ich komme mal eben kurz runter zu euch. In welchem Haus seid ihr da gerade? Draußen. Search for berries. Seid ihr an dem, an dem... Ich searche for berries. Ach so, entschuldige bitte, entschuldige bitte. Search for berries. Da ist der Wego. Wo ist der Blackie?
Rigo? Ich bin da am Search Hello. For Berries. Ah, du Search for Berries, alles klar. Ich glaube, ich trinke noch mal einen kurzen kleinen Schluck und dann düsen wir weiter. I have found something. Nein. So, wir sind jetzt da. Dann die würde essen ich wir gleich mal. Nein, nicht essen. Okay, weiter geht's erstmal. Ich würde zur Vorsichtshalber... Nee, du kannst ruhig mitnehmen, aber ich würde zur Vorsichtshalber abkochen. Oder musst du den Kochtopf und einen Portable Gasstove mitnehmen? Wie gesagt, weggeschmissen. Okay. Nehme ich lieber einen Apfel. Ist auch viel gesünder. Den kann man auch gleich essen, nehme ich an. Ja. So, jetzt müsste gleich hier irgendwo noch so ein Hochsitz kommen. Da ist er. Mein Hunting Scope für meine Mousing drin ist. Die Mousing hat keinen Hunting Scope. Für die Mousing kriegst du maximal ein PU Scope. Oh. Links von uns ist im Übrigen Mogliewka. Was für eine Scheiße. Ach nee. Mogliewka. Mhm. Hallo Leute. So, hier ist ein Fernglas. Möchte jemand ein Fernglas haben? Ich habe sogar zwei Ferngläser. Möchte jemand ein Fernglas haben? Ich hab schon eins. Möchtest du eins haben, Blacky? Braucht man das? Ach, ist ganz witzig. Ich bring dir mal mit. Ja, bring mir eins. Ganz. Genau. Und, ja, sicher. Und ein Rangefinder. Das braucht man dann nur wirklich nicht. So. Wo ist er? Oh ne, da ist er. Bitteschön. Grazie. Ja. So. Also Mogliewka nehmen wir uns jetzt erstmal noch nicht vor. Dann würde ich sagen, wir gehen in diese Richtung weiter. Da. Und machen uns dann auf den Weg zu einer anderen Stadt, die wir dann aber heute wahrscheinlich nicht mehr ganz erreichen werden. Denn wir werden wieder schön viel durch den Wald watscheln. Aber in dieser Stadt gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Stellen, an denen möglicherweise ein LKW rumgammelt. Der Oha. Auf uns wartet, gefahren zu werden. Yeah! Wer hat einen Führerschein? Wigo. Ja. So. Ich hoffe, jetzt geht's hier auch gleich irgendwo mal wieder ein bisschen bergab. Ah, okay, da ist ein bisschen offen. Vielleicht sehen wir da schon was von. Ein kurzes Fernglas rausgeholt. Vielleicht sehe ich eine kleine Silhouette. Da sehe ich nichts, da sehe ich auch nichts. Irgend so ein Hafensänger steht gerade vor mir. Blacky. Ich habe nur den gelben Rucksack gesehen und da war es schon klar, das kann doch der Blacky sein. Wer stellt sich da sonst vor die Linse? Ja, ich würde... was ist hier? Nein, er würde. Was ist denn da unten? Ist da unten nur irgendwas? Da ist eine Straße. Straße. Eine Strada? Eine Straße. Ne, da sind wir schon so weit weg. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung weiter hier. Hier. Hallo? Wo seid ihr? Ach, da. Ihr seid ja noch da. Hey, was mag denn da? Oh, 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 oh. Bist du mit der Anfall? Okay. Halt. Und... Fight. Ich geh mal weg. Jawohl, und, ja, ja, da ja, hast ja. Du's. Nee, genau. Usch, aua, au, nimm au, das. Ah, aua, aua. Das. Usch, und aua, au, das. Ah, oh. So. Okay. Ich würde sagen. Kurz. Verpisst euch. Ey, hallo. Vorsicht. Nimm hab, das. Ich hab den Mittelfinger. Ja. Den hab ich auch. Ey, was nehmen wir? Krasser Typ. Krasser Typ. Und? Der war. Er war's? Er war's. Oh. Ja, gut. Okay, lass uns... ja. Weiter? Alles klar. Ich düse mal vor. Ups. Jawohl, und da geht's hier ab, die Reise, die Talfahrt. Jetzt noch einen schönen Rodelschlitten dabei. Das wäre doch mal eine nette kleine Gimmick hier. Bum, badum, bum, bum. Dum, 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 dum. Oh, da unten ist das. Da unten
Hä? Da unten sehe ich doch schon was. Moment. Hä, wie viel Klopfer ist denn das da unten? Ach, das sind... Ach, das sind die Bäche, wo wir... Okay, alles klar. Ja, nee, wir laufen ein bisschen ums Eck, aber ist egal. Ja, ja, natürlich. Ich sag mal, zeigen wir auch so selten, ne, dass es hier Flora und Fauna in dem Spiel gibt. Ja, ja. Viel zu selten. Ja, ja, ja. Wir müssten eigentlich ein bisschen mehr von der Umgebung zeigen, finde ich. So, da unten ist der Bach. Oh, Moment mal, wenn da die Bäche sind, dann müssen wir eigentlich... Moment mal. Da oben ist die Schneise. Und die Schneise, die da oben runterkommt. Ist das die? Die kann das ja nicht sein. Was macht ihr? Macht ihr... Spielt ihr Fangen oder was? Was stimmt denn nicht mit euch? In Bewegung bleiben. Ach so, ja, okay. Ist es schwerer, uns zu treffen. Ja, korrekt, korrekt, korrekt. Alles klar. Den Wink mit dem Garagentor habe ich verstanden. Ich laufe mal weiter. Also, das war jetzt meine Idee. Ja, 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 ja. Ach so. Vigo hat wahrscheinlich einfach mitgemacht. so. Ja. Ach. Was? Er hat uns gefunden. es leckt. Was leckt? Da hat's kurz gestockt. Wo? Bei euch oder was? Bei mir, ja. Okay. Tok, 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 Zeitlupenraffer. Warte mal, wir haben hier so helle Stellen, die hinter dem Bach sind. Die Stadt, die ist doch eigentlich an einem Berg, wo ich hin will. Hier ist eine große Fläche und dann kommen die... Ja, auf jeden Fall, wir laufen hier schon mal richtig. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir müssen einen kleinen Tacken gleich noch nach links. Dann müsste das eigentlich hinhauen. Das werden wir aber, wie gesagt, erstmal in der nächsten Folge schaffen, denn es ist noch ein kleiner Ausritt bis dahin. Was ist da? Da ist ein Weg. Warum ist da ein Weg? Okay. Den Weg müssen wir auf jeden Fall hier links entlang. Ah, ihr seid noch hinter mir, gut. Ja, also diesem Wege hier müssen wir folgen, um dann dementsprechend in die Stadt reinzukommen, in die wir in der nächsten Folge dann looten wollen. Ja, ja, genau, looten oder wollen. Oder besuchen. Besuchen, besuchen. Ah, da sehe ich auch schon das erste Haus. Anschauen, oder? Zeigen, was auch immer. Genau. Versuchen zu überleben. Durchlaufen und so weiter und so fort. Da vorne ist eine Staumauer. Ah. Hi, ha, ha, da ist er doch schon. Tada. Schau da. Ja. Also lass uns doch mal hier vorne. Machen wir doch immer ein geschmeidiges Folgenpäuschen, denn jetzt in die nächste Stadt zu laufen, das wäre, würde das Ganze oder den ganzen Rahmen etwas sprengen. Ich schnapp mir nochmal kurz mein Fernglas. Ja, das sieht gut aus. Da wollen wir als nächstes rein. Es gibt eine Polizeistation, es gibt einen Brunnen und es gibt eine Kornkammer und solche Geschichten. Ich hoffe mal, dass wir dann in der nächsten Woche einen besseren Server finden, wo wir dann auch mal looten können und auch was... Hm? Ich habe gedacht, ich hätte was gesehen, aber nee, alles gut. Ja, wo wir mal looten können. So, genau. Ja, und dann werde ich, denke ich, hoffe ich mal, dass wir da was Praktikables finden werden, was wir uns einverleiben können oder womit wir uns besser ausstatten können, als das jetzt momentan der Fall ist. Aber, wie gesagt, das machen wir alles in der nächsten Woche. Jetzt muss ich mal eben kurz den Blacky und den Vigo suchen. Die haben sich wieder hier verpieselt. Ach ne, die stehen neben mir. Hallo Vigo. Hallo. Wo ist der Blacky? Nebendran. Seriously? Wo bist du? Also ernsthaft, du stehst in... Wie krass seid ihr beide denn? Ja, das nenne ich auf jeden Fall mal Tarnung. Irgendwo da hinten, da... Da steht der Blacky. Alter, ohne Scheiß, das müsstest du jetzt... Also du guckst ja das Video gleich mal an. Also, müsstest du mal sehen. Ich mache jetzt mal eine Standaufnahme. Also das ist der Wego und das ist der Blacky. So, wenn man jetzt so vor ihm steht,
sieht man nicht, dass Blacky da im Gebüsch rumgammelt. Aber das ist er nun mal. Ja. Auch bei Vigo ist es sehr schwer zu sehen. Nee, bei Vigo ist es überhaupt nicht schwer zu sehen, weil Vigo steht nämlich direkt mit dem Rücken zu mir. Ja, ja, aber bei ihm sehe ich mich eigentlich auch kaum. Ah, so, okay. Wenn man es nicht weiß. Ja, ja, ja. Ja, dann lass uns doch diese Folge für heute hier beenden. Wir haben die Burg. Wo ist sie? Da oben. Die Burg haben wir erklommen und die Stadt dahinter, Vishnoye. Und sind dann natürlich wieder den gleichen Weg zurück, ne? Wir laufen ja immer ohne Navigationsgerät und laufen viele sinnfreie Wege gerne doppelt und dreifach. Oh, search for berries. Nein, meine ich. Und in der kommenden Folge, beziehungsweise in der kommenden Woche, wird es dann in diese Stadt gehen, die jetzt vor uns liegt. Wie gesagt, werden wir auf einem anderen Server hoffentlich sein und auch etwas zum Looten dort finden. Vielleicht treffen wir auch mal wieder auf einen Zombie. Ja, der auch mal wieder was Highlight-mäßiges. Diesmal, Vigo, versprochen, darfst du ihn auch abknallen. Ja. Überleben reicht mir schon. Ja, nee, du darfst mal draufhalten. Also sag mir früh genug Bescheid, wenn du schießt, damit ich da mich verpiesel, damit ich da nicht irgendwie in der Schussbahn bin. Aber dann darfst du auch mal draufhalten. Aber das machen wir alles in der kommenden Woche. Wir sagen bis dahin, danke fürs Mitlaufen, fürs Herumirren, ist es ja eigentlich eher. Und hoffe, wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, reingehauen und sehen. Tschüss.